Vergleich von Google Drive Formulare und Microsoft Form. Mein Name ist Birmin Lehner. Ich will eine Umfrage machen vor der Generalversammlung des Clubs und stelle hier ein Formular zusammen. Zuerst bei Google Drive. Ich gehe hier auf das Plus, auf Mehr, Google Formulare und gebe diesem Formular hier den Namen. Und ich beschreibe hier die Umfrage. Dasselbe nun bei Microsoft. Ich gehe hier zu Forms, neue Form. Der Titel der Umfrage ist eingefügt und die Beschreibung darunter funktioniert praktisch gleich. Bei Google muss ich hier das Formular noch benennen. Ich setze hier denselben Dateinamen. Bei Microsoft ist hier die Überschrift bereits automatisch der Dateiname und es ist gespeichert. Natürlich auch bei Google ist immer alles sofort gespeichert. Erste Frage bei Google. Google ist schon vorbereitet mit einer Multiple-Choice-Frage. Das soll auch eine Multiple-Choice-Frage werden. Ich setze die Frage und nun die Antworten dazu. Option 1, ja sehr. Option hinzufügen, ja. Option hinzufügen, nicht so wichtig. Bedeutungslos. Und hier besteht auch immer die Möglichkeit, Sonstiges hinzuzufügen. Dasselbe nun bei Microsoft. Ich wähle hier zuerst den Typ der Frage. Add Question, Choice und nun dasselbe Spiel. Hier die Frage, dann die Optionen. Ja, sehr. Ja. Frage hinzufügen. Nicht so wichtig. Bei Google kann man die Fragen auch verschieben. Ich kann hier zum Beispiel diese Antwort nach oben ziehen. Dann ist die Reihenfolge verändert. Das geht bei Microsoft genau gleich. Ich packe hier eine Frage und kann sie wieder hier loslassen. Ist es eine Pflichtfrage? Ja oder nein? Hier genau dasselbe. Ist die Frage obligatorisch oder nicht? Im Moment ist hier nur immer eine Antwort möglich mit diesen runden Multiple-Choice-Fragen. Und wenn ich hier umstelle, dann werden es sogenannte Checkboxen, dann sind auch mehrere Antworten möglich. Sollen mehrere Antworten möglich sein, dann geht das bei Google so. Ich ändere einfach hier den Typ der Frage auf Kästchen und dann sind automatisch mehrere Antworten möglich. Ich stelle das aber wieder zurück auf Multiple Choice. Nächste Frage. Ich will ein Fragenraster. Bei Google erstelle ich hier eine Frage. Frage hinzufügen. Es kommt immer zuerst Multiple Choice, aber ich ändere hier den Typ auf Multiple Choice Raster. Die Frage soll lauten Verpflegung. In der Zeile 1 soll stehen Getränke. In der Zeile 2 soll stehen Schnippo. In der Zeile 3 Spaghetti und in der Zeile 4 Kuchen. Dann folgen die Spalten. Hier die Spalte 1, da soll stehen sehr wichtig. In der Spalte 2 soll stehen wichtig. Spalte 3 und so weiter. Ich habe hier nun mehr Spalten als Zeilen und wenn ich daneben klicke, erst dann sehe ich, wie die Frage wirklich aussieht. Ich klicke hier auf die erste Frage und jetzt habe ich hier das Fragenraster. Bei Microsoft geht das so. Eine Frage dazufügen. Hier ist dieser Typ nicht zu finden, aber hier bei diesen drei Punkten, das ist der Fragetyp Likert. Sieht eigentlich schon besser aus. Ich kann hier gerade die Frage einfügen, Verpflegung und sehe hier die Zeile 1, Getränke, Zeile 2 und noch natürlich die Spalten dazu, sehr wichtig. Und hier bis zu bedeutungslos, hier könnte ich eine Spalte wieder löschen,
Aber verschieben kann ich es nicht. Bei Google kann ich die Spalten sehr wohl verschieben. Ich packe die Spalte hier und stelle die Spalte um. Bei Google kann ich verlangen, dass jede Zeile eine Antwort enthalten muss. Bei Microsoft geht das nicht. Ich kann nur sagen, ob die überhaupt nötig ist oder nicht. Nächste Frage bei Google. Ich will eine lineare Skala. Ich gehe hier wieder aufs Plus, Frage hinzufügen. Das ist nicht Multiple Choice, sondern eine lineare Skala. Und die Skala soll gehen von 1 bis 5. Möglich wäre hier 1 bis 10. 1 bis 5 ist gerade gut. Ich füge die Frage ein, muss natürlich noch sagen, was bedeutet denn die 1? Das bedeutet schwach und das bedeutet dann die 5, das bedeutet super. Ich klicke daneben und hier ist die Frage. Dasselbe bei Microsoft. Bei Microsoft heißt diese Frage Rating. Klick auf Rating. Hier ganz ähnlich, wie viele Sterne soll es denn haben, also wie viele Level. 5 ist gerade richtig. Das Symbol könnte ich noch wählen. Wie heißt die Frage? Und fertig. Nächste Frage bei Google. Ich will eine offene Frage stellen. Also Plus. Ich will, dass man eine Antwort schreiben kann. Es ist eine Kurzantwort. Dann ist es eine Zeile oder Absatz. Dann könnte man mehr Text schreiben. Die Kurzantwort genügt. Also Kurzantwort. Hier ist die Frage. Hier könnte man auch einen Untertitel schreiben. Fertig. Bei Microsoft Add Question, Text, wie heißt die Frage? Auch fertig. Nun will ich eine Frage verschieben, denn hier geht es ums Essen. Thematisch gehört diese Frage hier oben hin. Ich kann sie hier packen, nach oben verschieben, loslassen und sie ist verschoben. Bei Microsoft geht das ganz ähnlich. Ich klicke hier auf den Pfeil, dann ist die Frage nach oben gerutscht. Hier nochmals zu den verschiedenen Fragetypen bei Google. Hier gibt es all diese Antworten. Die wichtigsten haben wir gemacht. Das Dropdown-Menü haben wir nicht gemacht. Es gibt noch Datum und Zeit, die sind alle hier schön aufgelistet. Hier bei Microsoft sind einige Fragen sehr ähnlich, und zwar das Rating, das Ranking und das Net Promoter Score. Ich klicke mal hier drauf, man kann hier wieder wählen zwischen 1 bis 10, die sind wirklich zu ähnlich. Nun hätte ich gerne noch ein bisschen Farbe bei Google, also hier auf die Palette. Ich kann hier eine Farbe wählen oder sogar verschiedene Bilder. Ich nehme hier eines, auswählen. Ganz ähnlich läuft das natürlich bei Microsoft. Ich kann hier zu dieser Palette gehen, ich kann eine Farbe wählen oder ein Hintergrundbild und nachher zu Preview. Dann sieht das ungefähr so aus. Und nun geht's ans Senden. Bei Google klicke ich hier auf Senden und könnte hier sofort verschiedene Mailadressen eintippen. Der Titel ist hier. Ich bitte Sie, ein Formular auszufüllen und das Formular in die E-Mail integrieren und senden. Oder ich könnte hier einen Link erstellen und dann diesen Link hier kopieren und in irgendeinem Mail hinzufügen, oder ich kann auch hier den Programmiercode abrufen, so könnte ich das mit einem iframe sofort in eine Webseite einbauen. Bei Microsoft geht das ganz ähnlich. Ich gehe hier auf Share. Ich könnte diesen Link hier kopieren oder ich könnte hier sogar einen QR-Code erzeugen oder ich kann den Code holen, um diesen Code dann in eine Webseite einzufügen oder eben eine E-Mail senden. Bei der E-Mail käme sofort das Mailprogramm und ist bereit für den Versand dieses Links. Wie läuft die Auswertung? Bei Google geht das hier bei Antworten. Sobald jemand geantwortet hat, steht hier eine Anzahl. So viele Antworten habe ich erhalten. Ich klicke hier auf Antworten als Administrator. Dann werden hier alle Fragen aufgeführt mit schönen Diagrammen. Ich könnte auch das herunterladen als Tabelle oder sogar exportieren als CSV, also als Excel-Datei. Ganz ähnlich läuft das bei Microsoft. Ich kann hier die Antworten abrufen bei Responses. Das läuft ganz ähnlich und ich kann auch das hier in Excel öffnen.
Bei Google kann ich auch das Antworten stoppen, hier Antworten möglich, abstellen oder wieder einschalten. Also ich habe das voll im Griff. Und hier gibt es auch noch ein paar Möglichkeiten. Ich könnte alle Antworten löschen und hier beim Zahnrad könnte ich auch sagen, es sei maximal pro Person eine Antwort möglich. Oder man könnte sogar nach dem Antworten noch etwas bearbeiten. Und bei der Präsentation, ich könnte eine zufällige Reihenfolge der Fragen einstellen oder sogar ein Quiz machen. Bei Microsoft sind diese Einstellungen hier zu finden, bei diesen drei Tupfern, und zwar bei Settings wird mein Name registriert, also ich könnte so gar keine anonyme Antwort geben. Wann soll diese Umfrage gestartet werden? Ist sie irgendwann zu Ende? Sind die Fragen durcheinander? Werden überhaupt noch Antworten akzeptiert? Also auch hier ein- und ausschalten. Bei Google sehe ich nachher meine Umfrage hier, Clubrennen-Umfrage. Mit einem Rechtsklick kann ich die zum Beispiel kopieren, wiederverwenden und umbenennen, freigeben und verschieben. Die Antwort wird automatisch in eine Tabelle eingefügt, die existiert hier noch nicht, weil es noch keine Antworten gibt. Bei Microsoft erscheinen die Umfragen dann hier. Löschen, das muss man ein bisschen suchen, das ist hier ganz versteckt. Bei diesen drei Tupfern, hier könnte man das ganze Ding löschen oder verschieben, also das ist ein bisschen versteckt. Bei Google konnte man ja noch ein Quiz machen, das ist hier mit diesem Link hier möglich, New Quiz. Eines habe ich noch nicht erwähnt, kann ich denn mit jemandem zusammen dieses Quiz oder diese Umfrage zusammenstellen? Das ist hier möglich bei Google und zwar bei Mitarbeiter hinzufügen, dann hilft diese Person beim Zusammenstellen dieser Umfrage und hier bei Microsoft unter Share Get a link to collaborate oder get a link to view and edit. Das war's.